So, herzlich willkommen wieder zu einem Tischtennisspiel zwischen Philipp Floritz, den sehen wir hier einmal im Bild, gegen Andy Pereira. Das war vor 2 Jahren ungefähr, also 2022, Tischtennis 2. Bundesliga. Und wir gehen direkt ins Geschehen und wir schauen einmal rein, wer gewinnt. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel, kann ich schon mal vorwegnehmen. Es war ein enges Spiel, ein Spiel, was sehr von Taktik auch geprägt ist, von sehr viel Spin, sehr viel Tempo auch. Und letztendlich der den anderen, ehrlich gesagt, ein bisschen nach hinten treiben kann. Das war mit der Schlüssel zum Sieg, ehrlich gesagt. Und wir schauen hier direkt rein. Philipp Floritz direkt am Angriff. Direkt im Angriff und Andy Pereira versucht erstmal die Bälle reinzuspielen natürlich. Aber geht auch direkt oder versucht es auf jeden Fall direkt mit der Vorhand durchzuziehen. Da ordentlich Tempo zu machen und wir sehen, das klappt auf jeden Fall im ersten Satz. Floritz macht hier 1-2 kleine Fehler, dann haut er diese Rückhand raus. Wahnsinn. So. Ja, da will er die zweite Rückhand auch durchziehen, aber nicht jede Rückhand geht drauf. Wir sehen natürlich Andy Pereira super am Druck machen mit der Vorhand. Unglaublich viel Tempo, viel Spin, auch wenn er mit der Rückhand nachzieht. Das ist nicht so einfach. Und wir sehen, dass Pereira ehrlich gesagt gar nicht so viel Probleme mit den Aufschlägen von Floritz hat. Ich glaube, fast jeder andere Spieler hat Probleme mit dem Aufschlag von Floritz. Aber Pereira irgendwie, weil er ja auch vielleicht auch ein Linkshänder ist, sehen wir, dass er nicht so viele Probleme hat. Super Ballwechsel. Guter Aufschlag auch von Floritz. Floritz natürlich am Variieren. Er weiß ganz genau, was er machen soll. Oder er hat sehr viel im Petto. Ne? Also wenn mal eine Sache nicht klappt, dann kommt die andere Sache. Also er kann sein Spiel sehr, sehr schnell verändern. So, dass er dann die Punkte auch letztendlich macht. Boah, da drängt er ihn. Oh, da versucht er mit der rechten Hand. Aber leider drüber, aber war ein guter Versuch. Super Vorhand von Floritz. Wahnsinn. Ist auch ein Tempo, ne? Wenn man das jetzt so in der Tischhöhe sieht. Das sieht man ja gar nicht jetzt auf den YouTube-Videos. Wenn die Profis zum Beispiel, wie das früher immer war. Die Ansicht war ja immer von oben, man hat gar nicht wirklich das Tempo gesehen. Daher finde ich auch gut, dass jetzt im Profibereich die Sicht von der Seite jetzt gezeigt wird, dass das ganze Tempo jetzt auch wirklich für den Zuschauer nahe und zu sehen ist. Ja, kann es hier nochmal eng werden. Es steht 9-7 im zweiten Satz. Der erste ging an Pereira. Und der zweite sieht so aus, als ob der Floritz geht. 10-8. Oh, da verschätzt sich Pereira und dann macht Floritz tatsächlich den Satz zu. 1-1. Pereira auch super Aufschläge, ne? Also er wirft den Ball so hoch, trotzdem kann er wirklich den Aufschlag kurz mit sehr viel Spin reinlegen, aber auch wieder einen langen Aufschlag zwischen. Ne? Also es ist sehr, sehr schwer zu retournieren. Und hier sehen wir, Pereira geht wirklich auf den Aufschlag von Floritz nur ein bisschen mit Topspin hoch und schon kommt er. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass Floritz vielleicht mehr Rückhandaufschläge macht. Ja, jetzt versucht er das. Jetzt ändert er den Aufschlag mit der Rückhand den Aufschlag und da kommt er besser ins Spiel. So, 5-2, 6-2. Ja, jetzt ist Pereira ein wenig am leichte Fehler machen, würde ich jetzt sagen. Aber wir sehen auch, dass Floritz auch Bock auf den Satz so hat. Ne? Also natürlich Pereira wahrscheinlich auch, aber in dem Video sehen wir das auf jeden Fall mehr, dass Floritz den Satz will. Und das überträgt sich dann auch auf den Punktestand. Daher nehme ich jetzt als Tischtennisspieler oder Ex-Spieler, ich spiele ja jetzt nicht mehr, aber für euch könnt ihr mitnehmen, wirklich Bock auf den Satz zu haben, wirklich sich zu bewegen. Ja? Und dann kommen die Punkte schon von alleine. Aber hier kommen sie nicht von alleine. Hier muss er was für tun.
Da hat er Glück, dass Pereira den mit der Kante trifft. Der zweite kommt nicht. Ja. Ja, der erwischt ihn super in der Mitte. Sehr schwierig zu reagieren für Floritz. 11-8, dritter Satz für Floritz. 2-1 in den Sätzen. Super Satz, also da war er wirklich sehr energisch. Und jetzt geht er direkt in Führung in den vierten Satz. Aber Pereira, glaube ich, der lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Ja, und da ist Floritz hinten und da macht Pereira den Punkt. Also das haben wir auch vorhin auch öfter gesehen. Sobald man wirklich in der Halbdistanz ist, ist der andere am Druck machen und man kommt immer schneller hinten rein. Und dann ist es natürlich schwierig, den Satz oder den Punkt von hinten dann zu gewinnen. Oder das Match dann letztendlich. Hier auch, da macht Philipp Flores den Druck, Pereira drückt nach hinten und verzieht. Daher, das war wirklich die Devise in diesem Satz oder in dem Match allgemein. Wer anfängt anzugreifen, der hat meistens sehr, sehr gute Chancen auf den Punkt. Weil er dann Druck macht, schiebt den anderen weiter nach hinten. Ah, eklig natürlich, wie Floritz da mit den Rückern Blocks reingeht. So ein Chop-Block, abgeknickte Rückhand. Unfassbar. Aber Pereira zieht die Vorhand durch. Also er zieht wirklich, versucht jede Vorhand hier durchzuziehen. Wahnsinnsball, Wahnsinn Vorhand. Wahnsinnsrückhand. Also jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag hier. Und wir sehen, wie eng der Satz ist. Und in der Mitte trifft er ihn wieder. Mehr Richtung Vorhand, gar nicht Rückhand. Und dann schickt er ihn wieder nach hinten, weil der Aufschlag einfach extrem gut ist. Floritz weiß nicht genau, wo der hinkommt. Mega viel Unterspin auch. Man sieht gar nicht richtig, ist da jetzt seit Unterspin, ist da nur Unterspin. Sehr schwierig für den Gegenspieler von Pereira, das zu lesen. Und wieder Vorhand durch. Also der Aufschlag bereitet die Vorhand vor. Unfassbar. Wir gehen in den fünften Satz, in den Entscheidungssatz. Und hier steht es 3-3. Mal schauen, wer gewinnt. Wer die Konzentration letztendlich am längsten hochhalten kann. Und Floritz macht Druck und er macht den Punkt. Wir sehen, dass sich wirklich Angriff auszahlt. Oh, da zahlt er sich nicht aus. Wie schwierig. Da hat Floritz auch ein wenig Glück. Timeout Pereira. Würde ich sagen, richtige Entscheidung. Bei 6-3 absolut. Da muss er jetzt natürlich alles versuchen, wieder das Momentum auf sich zu ziehen. 6-4. 6-5. Die Rückhand in die Vorhand von Floritz. Ah, da will er zu viel. Hätte er da das 6-6 gemacht, wäre es natürlich noch enger gewesen. Aber die Blocks von Floritz, die kommen natürlich auch sehr aggressiv. Und da hat er wieder Glück. Wieder Glück. Das zweite Mal Netz in dem Satz. Und dann hat er auch das nötige Glück, dass Pereira auch 1-2 daneben zieht. Und wieder Netz von hinten. Und Pereira trifft den Ball nicht und da ist das Spiel zu Ende. Philipp Floritz gewinnt 3-2 gegen Andy Pereira, zweite Bundesliga. Super Match. Letztendlich haben Nuancen entschieden. Vielleicht auch ein bisschen Glück, vielleicht auch Sachen, die man nicht so sehen kann. Aber er hat es gepackt. Er hat gewonnen. Und das zählt im Tischtennis. Daher lasst ein Abo da, like das Video.